Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute zeige ich euch drei Rezeptideen eher, die man mit Seitan machen kann, ja? Seitan. Was ist Seitan? Seitan ist sozusagen euer Freund, wenn ihr keinen Tofu mögt, aber trotzdem eine Fleischalternative sucht, die vom bisher so ist, die so vielseitig so ist wie Tofu eben oder wie man Fleisch zubereiten würde und trotzdem ein Protein sucht. Wisst ihr, was ich meine? Es gibt ja sehr viele, die kein Tofu mögen, wobei ich ja immer wieder sage, wenn man kein Tofu mag, dann hat man ihn einfach noch nicht gut zubereitet, weil es gibt für jeden das passende Tofu-Gericht auf jeden Fall. Aber es kann ja wirklich sein, dass ihr es absolut nicht mögt, ja? Dann versucht euch mal an Seitan. Seitan ist ein Weizeneiweiß, also Weizengluten. Das kann man auch als Pulver kaufen. So, ich glaube, Vital steht dann drauf. Vital, Weizengluten oder sowas. Und ihr könnt es selber zubereiten und würzen und so weiter. Also wirklich so kneten, dann als Teig. Müsst ihr euch vorstellen, es ist ja Weizen, ne? Wird dann wie ein Teig. Und dann könnt ihr das dämpfen, garen, braten, grillen und so weiter, wie ihr wollt. Marinieren, das ist besonders wichtig, weil ihr müsst euch vorstellen, dass es wenig Eigengeschmack mit sich bringt. Ihr gebt den Geschmack halt hinein, ja, und das ist das Tolle eigentlich, weil dann könnt ihr total variieren und es in jede Richtung bringen, an euren Geschmack eben anpassen. Deswegen eben so vielseitig, ne? Vor allem das Coole ist, wenn ihr das selber macht, dann könnt ihr die Form auch bestimmen. Das heißt, ihr könnt Würstchen daraus formen zum Beispiel, das habe ich schon mal gemacht, so in Folie einschlagen, ne, wie so ein Bonbon und dann dämpfen und danach ist wirklich so eine Wurstform. Ihr könnt Salami daraus machen, ihr könnt es dann aufschneiden oder so, dann braten. Ich habe auch schon mal so eine Art Roast Beef gemacht, ich glaube vor 2 Jahren oder sowas, da habe ich das ausprobiert. Es ist ein bisschen aufwendiger, das eben selbst herzustellen, deswegen kann man das auch fertig kaufen. Meistens dann im Glas. Ich habe jetzt hier das von Koro. So sieht es aus. Da seht ihr die Stückchen. Ich weiß, es sieht erstmal komisch, sage ich mal, gewöhnungsbedürftig aus. So in so einer, ja, in dem Sud eben. Gewöhnungsbedürftig, das sind halt schon Stücke geschnitten, die auch mariniert sind. Aber das ist das Tolle, weil das eben schon so lange da drin mariniert ist, hat es auch einen guten Geschmack, ja. Und es ist schön soft, gibt aber trotzdem nach, hat so ein Biss wie Fleisch eben, ja. Deswegen, wenn ihr das so zubereitet, in einer Soße oder in einem typischen Fleischgericht, würde man denken vom bisher, dass es dann tatsächlich Fleisch ist. Deswegen ist es wirklich eine tolle Alternative, die man sich mal anschauen sollte. Und Koro, wie ihr wisst, könnt ihr natürlich wieder sparen mit meinem Rabattcode Pilgrim5. Kriegt ihr nochmal einen kleinen Rabatt, wenn ihr da bestellt. Genau, das kann ich euch sehr empfehlen. Das ist sensationell gut. Wirklich. Also sehr, 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 sehr gut. Also wenn ihr keinen Bock habt, das selbst zu machen, nämlich, dann holt euch das. Genau. Ansonsten, wenn ihr natürlich euch irgendwas ausdenkt und ihr wollt eine Wurst machen oder so weiter, dann ist es natürlich cool, das selbst zu machen. Aber es gibt auch schon auf Seitan-Basis sehr viele Produkte, zum Beispiel auch Aufschnitt etc., Wurst und was ich alles eben genannt habe, könnt ihr auch so schon fertig bekommen. Ist natürlich dann ein Fertiggericht, müsst dann schauen, was da für Zutaten noch weiter drin sind. Und manchmal schmeckt es auch nicht so sehr, ja. Also es ist manchmal doch besser, das komplett selbst zu machen, selbst zu würzen oder so wie jetzt hier diese Stückchen zu kaufen und die selbst zu marinieren, als so ein ganz Fertiggericht zu holen, weil es, finde ich, meistens mit der Würze nicht so hinhaut. Das dazu ganz kurz als Erklärung, naja, kurz, aber als Erklärung, was Seitan ist. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei den drei Rezeptvorschlägen, die ich für euch habe. Recht unterschiedlich und wirklich, da könnt ihr mal sehen, was man alles damit zaubern kann. Und ich mache das alles mit dem Seitan jetzt hier aus dem Glas. Also viel Spaß. Okay, als erstes machen wir ein Sandwich. Ein Reuben Sandwich. Das ist ja eigentlich ein Pastrami, wenn ihr das wisst oder nicht wisst. Und ich nehme jetzt Seitan dafür, ja. Geht wunderbar. Was wir dazu brauchen, also als allererstes machen wir die Soße. Und zwar, die besteht aus Mayonnaise. Da habe ich jetzt eine fertige, vegane Mayonnaise genommen natürlich. Dann kommt Ketchup rein. Dann kommen klein geschnittene Zwiebelwürfel und klein geschnittene Gewürzgurke oder eine süß-sauer eingelegte Gurke, je nachdem, was ihr da wollt, Cornichons oder was auch immer, einfach klein geschnitten. Das kommt alles hinein, dann gut würzen mit Salz und Pfeffer und ich gebe noch ein bisschen Tabasco hinzu. Ihr könnt da auch nochmal noch mehr so geben, wie ihr das wollt. Ihr seht, das ist auch jetzt wieder ein Rezeptvorschlag, ist kein richtiges Rezept, an das man sich halten sollte. Sollte man sowieso nicht, Rezepte sind immer da, um nach seinem eigenen Geschmack dann natürlich
zu ändern, aber ich wollte euch das jetzt komplett offen lassen, wie ihr das dann wollt. Genau, und das stellen wir einfach beiseite. Das ist dann. Jetzt schnappen wir uns eine Pfanne und da kommt ein bisschen Öl hinein und ich gebe meinen Seitan direkt aus dem Glas hinein und brate das schön scharf an. Also ich möchte nämlich erstens, dass es warm wird, aber auch, dass es so Röstaromen entwickelt. Dann schmeckt er einfach nochmal viel besser, kriegt außen so eine schöne Kruste und ist aber innen schön saftig weich. Dann würze ich das nur mit ein bisschen geräucherten Paprikapulver. Das gibt nochmal dem Ganzen so eine rauchige Note, ja. So ein bisschen eben, als hätte man so Pastrami oder sowas in der Art. Es ist zwar anders geschnitten, so ein Geschnetzelt und es hat jetzt keine Scheiben, aber ich sage euch trotzdem, es schmeckt so gut. Also macht das, vertraut mir. Wenn das fertig ist und die Stücke warm sind, nehme ich die raus in eine Schüssel, lege das erstmal beiseite und dann werde ich einfach mein Sauerkraut erwärmen. Hier ist wichtig, dass ihr das Sauerkraut schön auspresst. Es soll nicht nass sein, ja, sonst sippt alles ein, also es soll schön trocken sein. Und das erwärme ich nur ganz kurz, dass es so ein bisschen Temperatur bekommt. Und in der Zwischenzeit schneide ich mein Roggenbrot auf. Das ist einfach so ein Roggenkassenbrot. Schön in Scheiben geschnitten. Dann nehme ich vegane Margarine, schmier die von beiden Seiten drauf, damit es auch schön saftig ist. Und jetzt wird belegt und zwar ganz einfach. Ich nehme veganen Käse. Das ist jetzt Käse mit Mozzarella-Geschmack. Ihr könnt da wählen, was ihr wollt. Dann kommt der Seitan drauf, dann kommt das Sauerkraut drauf und dann gebe ich nochmal eine Scheibe des Käses obendrauf, damit es schön von beiden Seiten schön schmilzt. Und dann nochmal die Soße, die Thousand Island, Deckel drauf und ab in die heiße Pfanne. Und jetzt heißt es auf mittlerer Hitze schön kross braun anbraten von einer Seite. Aber wichtig ist auch, dass der Käse schmilzt, deswegen Glocke drauf, das heißt Deckel einfach drauf. Dann seht ihr ja, dass das Ganze so ein bisschen dämpft. Und der Käse fällt schön ein und schmilzt gut. Und das Sandwich ist fertig. Ihr könnt es nochmal einmal teilen, wenn ihr wollt. Es ist eine Sauerei, das zu essen, klar, das ist ja so. Aber ich sag euch, super lecker. Gerade jetzt, wenn es wieder so kalt ist draußen. Schönes Soul Food, muss ich sagen. Also ein Essen, das ja einen wärmt und so richtig glücklich macht. Ja, sehr lecker. Also probiert es mal aus. Das ist so eine Idee, wie ihr Seitan verwenden könnt, in eure Sandwiches reinpacken zum Beispiel. Oder eben, es geht weiter mit einer Art Gyros-Tasche in der Art, aber ein bisschen anders. Genau, das zeige ich euch jetzt. Okay, in eine Pfanne gebe ich ein bisschen Olivenöl und dann meinen Seitan direkt aus dem Glas wieder. Ich habe das jetzt richtig scharf angebraten, damit ich so schöne Röstaromen habe. Jetzt gebe ich das Gewürz dran und zwar ist es einfach so Gyros-Gewürz, eine Gewürzmischung. Die besteht aus Salz, Zwiebeln, Pfeffer, Knoblauch, Paprika, Oregano, Basilikum, Rosmarin, Majoran, Muskatnuss, sowas. Das kann man natürlich auch einzeln reingeben. Das ist jetzt schon eine Mischung. Und das jetzt richtig gut würzen, damit es auch wirklich das Aroma bekommt. Also ein bisschen mehr ist mehr, sag ich. Die Hitze kann jetzt auch schon runter, das einfach nur gut vermischen. Und das war's hiermit. Jetzt kann man das schon belegen, so schnell geht das. Ihr könnt auch noch Zwiebeln, rohe Zwiebeln mit anbraten, zum Beispiel, wenn ihr das mögt. Aber ich gebe jetzt nur rohe Zwiebeln in die Taschen. So, ich habe jetzt hier ein Fladenbrot, das sind diese ganz dünnen. Kriegt man im türkischen Lebensmittelladen. Da gebe ich jetzt Hummus drauf. Ich mache es mir richtig einfach, aber ich finde das lecker und das passt ganz gut. Das ist jetzt einfach fertiger Hummus. Einfach so hier drauf streichen. Ihr könnt auch eine Tzatziki selbst machen oder einfach generell so eine Joghurtcreme oder so Tahin-Soße, sowas in der Art. Dann kommt unser Gyros, also ich nenne es jetzt mal Gyros. So, sehr gut aus. Und dann habe ich Tomatenscheiben. Ich meine, ihr könnt da drauf oder rein machen, was ihr wollt, ne? Tomatenscheiben habe ich jetzt einfach, ein bisschen Salat und ich habe noch rote Zwiebeln. Also die sind nicht eingelegt, die sind einfach nur so im Wasser drin gewesen. Und ein paar frische Kräuter. Ich habe jetzt hier Dill, zum Beispiel auch Petersilie würde auch ganz gut passen. Und dann wird das zugeklappt. Unten ist noch ein bisschen blöd. Mach's lieber so. Einmal links, einmal rechts. Andersrum, einmal rechts, einmal links war das. Fertig ist die Tasche.
Und jetzt noch das letzte Seitan-Rezept oder zumindest die Rezeptidee, die ich heute für euch habe, ist, es so ein bisschen asiatisch zu machen. Zum Beispiel einfach, ja, naja, Teriyaki nicht unbedingt, ja, ich weiß noch nicht genau, wie ich es nenne, aber so eine gebratene Seitan mit Brokkoli auf Reis, einfach so standardmäßig, so ein bisschen wie, wenn man jetzt bestellt hätte in asiatischen Restaurants, sowas wie gebratenes Rind mit Brokkoli, so eine Art, genau, dann wäre das jetzt euer Rindersatz. Der Seitan. Und das Rezept geht so. Ich habe jetzt in der Pfanne also Öl reingegeben und Zwiebeln, Knoblauch und Ingwer. Und dann lasse ich das jetzt erstmal so das Öl aromatisieren. Also aufpassen, nicht verbrennt, aber so sollte schon eher mittelhoch sein. Und wenn man das dann schon riecht, dann kann schon der Brokkoli rein. Jetzt gebe ich auch schon eine Prise Salz drauf. Jetzt ein bisschen Wasser drüber und Deckel drauf, einfach damit der Brokkoli schon fast gar ist, also kurz vorm super knackig, sag ich mal. Brokkoli ist jetzt ganz gut, Wasser schon verdunstet, jetzt kommt der Seitan rein. Ich bin natürlich doof, weil ihr macht das so, aber erstmal den Seitan braten mit den Zwiebeln, Knoblauch und so weiter. Dann kommt, also richtig scharf anbraten, dann kommt der Brokkoli drauf und dann wird es mit Wasser abgelöscht. Sorry, hab den Seitan vergessen. Jetzt mit Sojasauce ablöschen. Ahornsirup. Und hier für die Soße, also das ist jetzt Gerste mit Wasser gemischt. Jetzt zum Schluss gebe ich noch Sesam drauf und Frühlingszwiebeln. Das war's. Das waren meine drei Rezeptvorschläge für euch heute mit Seitan. Wenn ihr euch trotzdem interessiert für Tofu, ich hoffe doch, dann werde ich euch mal das Video noch von mir verlinken. Das könnt ihr euch jetzt gerne anschauen, nämlich. Da habe ich nämlich auch mal ein Video dazu gemacht, drei Rezeptvorschläge mit Tofu. Also vielleicht auch eine Idee, könnt ihr gerne jetzt anschauen. Und ich freue mich, wenn ihr mir auf Instagram folgt, dort heiße ich Funny Pilgrim. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video auch wieder dabei. Ihr wisst, Mittwoch und Freitag gibt es hier um 19 Uhr immer ein neues Video. Ich freue mich sehr auf euch und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr probiert die Rezepte mal aus, habt viel Spaß dann dabei und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!